So sieht es nämlich aus. Boah, so deilig, ey. Jetzt Double Bar Tap, Tom. Nein, auf gar keinen Fall. Viel zu klasse hierfür. So, was machen wir heute? Wir machen heute ein How-To, weil ich so gut erklären kann, Sachen erklären kann. Bin ich der Beste drin. Jakob im Hintergrund. Das ist nämlich genau für so Leute wie Jakob ein How-To-Pay-Tap. Jakob ist aber eine schlechte Referenz dafür, ob das funktioniert oder nicht. Gut, wie fangen wir an? Erstmal eine Quarter suchen, bei der ihr euch wohlfühlt. Sowas zum Beispiel. Das ist jetzt recht niedrig, nicht zu steil, nicht zu flach, nicht zu hoch. Tippitoppi. Telltape ist ja... Für die Leute, die gar keine Ahnung haben, mit dem Telltape steht man einfach auf der Stelle auf dem hinteren Rad. Das ist natürlich jetzt einfacher, wenn man eine Bremse hat, haben wir jetzt aber nicht. Dann macht man das halt mit dem Pedalboot. Zeig erstmal. Ne? Und am einfachsten... Erik, mach auch mal einen. Ich soll auch mal. Der Erik macht jetzt auch einen. Der wollte gar nicht fahren. Weil mir tut alles weh. Easy. Oh, sogar Aufbau. Siehst du, Erik? How to Telltape. Auch für dich gut. Ja, auch das. Genau das gleiche. Das gleiche in schwarz. Beim Telltape ist das so. Wie fängt man an? Man fährt auf jeden Fall L-Loop. Das heißt, willst du das nicht mal demonstrieren? So das Rad nehmen und so hinhalten. So. Da muss ich hier reinladen. L-Loop heißt eigentlich, ihr fahrt so eine Linkskurve und dreht euch dann nach rechts rum. Ihr steht dann oben rechts rum am Telltape. Genau, damit man so ein bisschen Schwung nach hinten hat oder zumindest auf der Stelle stehen bleibt. Zeig mal, wie das Rad dann steht im übertriebenen Sinne. Wie man dann, man muss sich dann halt, man fährt raus, springt. Komm, zeig mal das mit dem Rad. Mein Rad, wie soll ich da hoch, du Spacko? Ja, keine Ahnung, halt mal. Ich zeig das. Boah, geiles Fahrrad, Erik. Ja, man, ne? Man fährt raus, springt, dreht sich 180 Grad. Fast 180 Grad. Steht dann im übertriebenen Sinne so. Pedaldruck hat und nach vorne treten kann und reinkommt. Genau. Boah, soll ich mal richtig übertrieben Elio fahren? Mach mal, ja. So, er springt halt rückwärts rein, damit er Pedaldruck nach vorne hat. So. Einfach machen, ne? Genau, einfach machen. Man muss sich natürlich reinlehnen. Zeig mal die Position. Wenn man jetzt hier hochfährt, sollte man sich nicht nach oben drauflehnen unbedingt. Also nicht nach da lehnen, sondern... Nicht nach hier lehnen, sondern... Mach mal die Position vom Rad ungefähr. Das steht ungefähr so. Ja, also man steht, am Anfang steht man nicht parallel, sondern eher so, dass man mit dem Rad, wie das Rad dann rückwärts reingeht, wie sich die Pedalen rückwärts drehen. Da sieht man, die Pedalen drehen sich rückwärts. Das ist eine richtig dumme Erklärung, Erik. Ja, aber dadurch merkt man, dass dann Druck auf den Pedalen ist und so, wenn du dann wieder drauf gehst, geht's nach vorne. Ich glaube, wir sind uns nicht einig, wie man Telltest macht. Ja gut, okay, dann sag du, machst du weiter. Die Sache ist, am Anfang steht man mit dem Vorderrad eher drin, damit man einfach nach vorne reintreten kann oder man kann sogar einfach ohne reinspringen Vorderrad runterfallen lassen, reinrollen. Zeig mal. Easy. Einfach dann reinfallen. Einfach machen, ne? So und rein. So sind die am einfachsten, am Anfang. Ja, und das ist im Prinzip der Telltap. Und das sonst, ist der Telltap. Sonst muss man halt einfach ein bisschen Druck auf die Pedalen geben und so, dass das Hinterrad halt auch hoch. Genau, hoch einfach schö und dann. Ja, das war's im Prinzip, war? Nicht anders. Das war's noch nicht? Okay. Ja, die Sache ist wegen reinspringen, aber irgendwie. Das ist halt wie ein normaler Drop-In. Kann man aber auch üben, indem man einfach Drop-In machen will, mit Pedaldruck, so ein bisschen erst vorne hochzieht und wartet mit dem Reinspringen. Ja, zeig mal. Also so. Stellt sich einfach ins Scooping und rollt nicht rein. Dann zieht vorne hoch mit Pedaldruck und lässt sich rein. Das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Also Helio fahren, reinlehnen mit dem Oberkörper, weil sonst wird man immer wieder rauskippen. Pedaldruck halten oder Bremse, je nachdem. Ja, man muss ja, um wieder nach vorne zu kommen, reinzufahren, muss man ja sowieso Pedaldruck geben. Ja, man kann auch mit der Bremse reinspringen. Ein bisschen weiter als 90 Grad drehen, ist am Anfang einfacher, um wieder reinzukommen. Und dann einfach reinspringen, das sind so 5 Punkte. 5 Punkte zum Telltap mit Tom Scholz. Und jetzt machen wir noch ein paar Variationen. Yeah. Der erste Part, dass man halt ja im Prinzip halt erstmal steht. Im Prinzip so leicht gelehnt, bisschen so, dass man dass das Vorderrad wieder rein zeigt, nicht so oder so. Genau, und der zweite Part ist halt dann dieses, was der Tom gerade meinte, mit dem Druck drauf gehen. Ja. So, also einfach halt vorne hoch. Ah, da ist der Opotep. Genau. Tom zeigt uns jetzt ein paar Variationen, weil genau. Wir immer noch der Fuß weh. Und der Tom kann uns das alles schön zeigen. So, erstmal, ich weiß nicht, ob du sie eben gefilmt hast, die Erik-Mut-Kombo. Mhm. Der Erik Mut Daily Classic. Standard auf dem BMX. Glaubwürdig ist. Kein Buy-in für Tom. Ey, was ist los? Wieder kein Buy-in.
Nee, kein Topzeitbar in Fitrom. Guck mal, jetzt machen wir How-To und ich werde sogar noch was Neues lernen dabei. Wenn ich es dann mache. Jo. Jetzt noch Lucky Tap. Angriff vom Skateboard. Mach so. Ein How-To mit Tom. Sehr gut, dann für Anfänger geeignet. Bar-Tap. Es geht darum, Tail-Tap, und das ist halt nur eine Variation. Ne? So, machst du jetzt mal. Ja. Das ist Saint. Schade, Tom. Aber ich mach gleich noch zum Ende mit dem Rad. Mit dem Rad, okay. Schade, kein Dreier-Tap. Ja, Tom, wie alles, was du machst. Was hast du gesagt? Wie alles, was du machst. Nicht meinen kaputten Fuß, du Mongo. Kann man noch eine Kombo nehmen, ne? So. Und die Ärzte mir jetzt das Laub geben, mach ich damit noch ein. Ey, Ärzte, gib mal raus. Gut, reicht. Dann. Tschüssi.